Hallo, hier hinten. Ja, damit herzlich willkommen zum ersten Teil von der, kann man Restaurierung sagen? Eigentlich nicht, ne? Es gibt ja verschiedene Philosophien. Die einen machen einen Trecker besser wie neu. Die anderen nehmen jede Schraube auseinander, zerlegen das in alle Teile. Und es gibt die Spezies, die reparieren den durch. Was kaputt ist, wird ersetzt. Der wird neu abgedichtet. In diesem Fall neu lackiert, weil die Gründe habe ich ja im letzten Video. Verlinke ich euch übrigens mal oben in der Ecke. Die Gründe habe ich ja gesagt. Und zu der Spezies zähle ich mich. Das heißt, wir schauen durch, was ist kaputt, was will repariert werden. Das machen wir, damit starten wir. Und ich würde sagen, viel Spaß. Ja, bevor wir anfangen, im Vergleich zum letzten Video könnt ihr sehen, der Trecker sieht etwas anders aus. Und zwar habe ich den geputzt. Und das hört sich eigentlich immer total doof an. Trecker geputzt, ja, ist auch langweilig, aber ist total wichtig. Denn wenn man versucht, so einen alten Trecker mal sauber zu bekommen, dann dringt man in Ecken vor, die man so beim ersten Anblick nicht unbedingt sieht und nicht auf dem Schirm hat. Man legt sich auch mal auf den Boden und man entdeckt so die ganzen Baustellen, die einem bevorstehen. Ich habe da auch wieder was entdeckt. Naja, das werden wir im Laufe der Serie dann alles sehen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit einem Nebenaggregat und zwar mit dem Kraftheber, der hier drauf gehört. Der liegt schon auf der Werkbank und da gehen wir jetzt mal hin. Ja, warum starte ich mit dem Kraftheber? Das ist relativ einfach und zwar, den will ich zwar noch nicht montieren, aber den will ich mal eben zur Seite legen und das ganze Innenleben, was hier reingehört und verbaut gehört, das liegt hier alles so in Einzelteilen in verschiedenen Kästen und ich will einfach nicht so viele Kästen rumstehen haben, deswegen was zusammen gehört, fasse ich jetzt schon zusammen und dann ist das fertig. Ich muss hinterher nur noch reinhängen und dann ist das durch, das geht hinterher dann schneller und die Arbeit muss ich ja eh machen. So, wie der Kraftheber funktioniert, habe ich im ersten Teil schon gesagt. Ich habe noch mal die Hubwelle gezogen und zwar hier drin sitzt so ein Teil mit hier oben der Verzahnung. Da drin sitzt hinterher die Welle und einen Augenblick. Hier vorne drin sitzt ein Kolben. So, der Kolben, ich lege nur noch mal so rein, der Kolben drückt per Öldruck nach hinten, greift diese Kugel, schiebt das Ganze nach hinten und die Welle dreht sich und die Unterlenker werden über die Hubstreben und die Hubarme letzten Endes hochgezogen. Dieses Teil war kaputt, wie man hier sehen kann. Das hat der Thomas schon fachmännisch repariert. Das ist geschweißt, da sind neue Eisen drauf gekommen, neuer Bolzen. Das sieht sehr gut aus, wie er das gemacht hat und das wollen wir dann so verbauen. Ja, und damit können wir direkt schon das Herzstück zusammenbauen. Ich habe natürlich das Gehäuse von innen gereinigt, denn besser als jetzt komme ich nie wieder dran. Dieses Teil wird so reingesetzt, den genauen Namen weiß ich gerade nicht. Die Hubwelle, die war übrigens sehr eingelaufen, die ist hier aufgeschweißt worden und wieder abgedreht worden. Das ist sehr gut. Die hat jetzt minimal Spiel hier vorne in ihren Lagersitzen drin. Das ist auch einfach nur in das gegossene Material reingebohrt. Wie gesagt, minimal Spiel. Man könnte das ausspindeln und Buchsen setzen. Das wäre der perfekte Weg. Original ist es immer so gewesen, ohne eingesetzte Buchsen. Und ich denke, selbst wenn das ein bisschen Spiel hat, vielleicht im Bereich von einem Zehntel Millimeter, das können wir trotzdem hinterher hier mit den Wellendichtringen, die hier letzten Endes auf diesen Dichtflächen sitzen, können wir das kompensieren. Das müsste eigentlich funktionieren. So, dann setzen wir mal die Welle ein. Schauen wir mal, dass die Verzahnung passt. Kannst du ein bisschen
anheben. Klar, was hilft immer? Ein Tropfen Öl. Ich müsste mal meine Ölkanne auffüllen, sehe ich gerade, merke ich gerade. So, hier dran merkt man, das passt alles noch ziemlich gut. Schön stramm zueinander. Wobei eigentlich sollte es etwas lockerer gehen. Da werde ich meine Ölung noch mal etwas optimieren. So, alles zurück auf Anfang. Hier vorne an der Verzahnung war eine kleine Stauchung. Das habe ich mal eben mit der Feile glatt gemacht. Wenn ich das nächste Mal sage, ich müsste das Ölkännchen auffüllen, dann mache ich es tatsächlich. Gerne Kiste. Ihr seht hier übrigens, da ist eine Stufe drin. Das heißt, hier der Durchmesser ist dicker als hier. Die kann also nur zu der Seite raus und auch eingeführt werden. So. Dann wollen wir mal schauen, ob es jetzt besser geht. So hoffe ich doch. Ich habe es nur gefeilt, nicht probiert. Aber sieht schon. Ich gucke es mir noch mal genau an. So, jetzt aber. So ist das dann. Man denkt, man muss nur eben eine Welle einschieben und irgendwo klemmt es dann. So, so sieht das gut aus. Die kloppe ich jetzt rein und ihr seht ja, hier ist eine Nut, hier an dem Hebel ist ein Gewinde. Da kommt einfach eine Schraube rein, die sichert das Ganze, dass die Welle nicht nach links oder rechts irgendwie raus kann. Kamera war nicht an, sorry. Also ging jetzt wirklich ganz leicht. 5 Schläge mit dem Gummihammer und schon saß die Welle drin. Und hier vorne könnt ihr jetzt sehen, wenn ich das mal hochlege, da kommt diese Kugel, na, wenn hinten entsprechend die Welle gedreht wird. Sehr schön. Hier setze ich die Schraube rein zur Sicherung. Die suche ich erstmal jetzt in den ganzen Kisten hier. Das ist nämlich auch immer eine spannende Sache. Was ist an Teilen dabei und was ist nicht dabei? Aber der Vorbesitzer, der Thomas, hat mir versichert, es ist alles dabei. Und weil der alles wirklich perfekt zusammengestellt hat, also alles, was Kraftheber oder zum Kraftheber gehört, war auch in einer extra Kiste, wo nur Teile für den Kraftheber drin sind, und einmal in der Kiste gesucht und schon habe ich auch die entsprechende Schraube. So.
Da wird also erst wie so eine Art Madenschraube, so eine Klemmschraube reingedreht und die wird dann hier einfach mit einer Mutter gegen herausfallen gesichert. Das wird schön festgezogen und schon läuft das hier topfit. So, das fertig. Damit das Öl, also der Kraftheberblock, ist bei dem Hurt 819 Getriebe gleichzeitig auch der Hydrauliköltank. Das heißt, das ist, sind ja hier alles voll mit Öl und das Öl könnte ja jetzt hier zwischen Welle und Wellensitz nach außen rausgehen. Dazu kommen jetzt hier außen Wellendichtringe rein, links und rechts. Und sollte dann noch ein Tröpfchen Öl vorbeigehen, sitzen hinterher sogar noch solche Filzringe einfach drüber, die das Ganze nach außen hin abschließen. Somit kann kein großer Dreck hier dran, der die Dichtlippe beschädigt. Und wenn doch mal ein Tröpfchen Öl rausgeht, dann wird das vom Filzring entsprechend aufgefangen. Kommen wir zum Aufziehen der Wellendichtringe. Wir müssen ja mit der Dichtlippe letzten Endes hier über die Verzahnung drüber. Dabei können wir uns natürlich die Dichtlippe beschädigen. Das will ich nicht. Deswegen wird die Verzahnung mal eben beseitigt. Und zwar nehme ich da einfach das Klebeband. Ich hoffe, dass das hält. So, das spanne ich hier drüber. Noch eine Runde vorne vorher. So, jetzt ist das hier an manchen Stellen natürlich etwas dicker, weil das Material ja aufträgt. Aber das sollte trotzdem dem Wellendichtring nichts anhaben. So, das Ganze wird schön mit Öl benetzt. Mit dem Messer hatte ich eigentlich vor, jetzt hier einen Schnitt zu machen und dass ich komplett einlagig bin, aber das baut gar nicht so dick auf. Das müsste auch so gehen. Also, der Wellendichtring wird innen Öl benetzt. Hier die ganze Lauffläche und die Fläche, wo ich überziehe, wird mit Öl benetzt. Und jetzt hat ein Wellendichtring, die Frage kam auch mal unter irgendeinem Video, ein Wellendichtring hat ja auf einer Seite immer so eine Feder, mit der die Gummilippe an die Welle drangezogen wird. Und die Seite mit der Feder kommt immer nach innen, also ist immer ölseitig. So. Und dann schieben wir das einfach drauf unter ständigem Drehen, dann passiert da auch nichts. Jetzt müssen wir das nur noch bis hinten gegenschlagen. Am besten irgendwie mit einem Röhrchen oder so. Da muss ich mal eben schauen, was ich da habe. Vorher habe ich das Tiefenmaß gemessen. Also das ist hier 15 mm tief. Das ist ein 10er Wellendichtring. Also muss die Vorderkante des Wellendichtringes 5 mm hinter der Vorderkante vom Gehäuse sein. Im fertig verbauten Zustand. Ein passendes Rohr habe ich natürlich nicht gefunden, aber mit einem Durchschlag geht das auch, wenn man schön sachte auf den Rand geht und schaut, dass das auch ziemlich gerade reingeht. Das funktioniert eigentlich immer. Und schon ist das drin. Kontrolle, ob er bis hinten vor ist. Mit dem Messschieber. 5 mm. Passt. Topfit. Mal eben einmal rundherum messen.
Ja, ist bis hinten gegen. Super, die Seite ist fertig. Das heißt, ich mache das gleiche auf der anderen Seite und dann sehen wir uns wieder. So, die Wellen, die ich dringe, sind drin. Dann kann ich auch hier mein Klebeband wieder runternehmen, den Filzring draufsetzen. Und dann ist das hier hinten rum fertig. Sehr schön. Die andere Seite habe ich schon gemacht. Und dann wären wir hier soweit. So, die Welle hat übrigens so ein ganz klein bisschen Spiel nach links und rechts. Das stellt sich hinterher über die Hubarme ein. Da kommt ja hier ein Sprengring drüber. Und dann ist das auch mittig zentriert, hat dann vielleicht ein Millimeter Spiel oder so. Aber soweit läuft es, wie es soll. Kommen wir zum Kolben. Ja, und zwar, wie dieses Teil gebrochen ist, hat das hier drin so ein bisschen Schaden angerichtet. Könnt ihr das sehen? Ja, könnt ihr das sehen. Ne? So, das ist nicht wild, aber da sind hier so kleine Aufstauchungen. Das will ich mal eben wegschleifen. Und ja, diese Kugel geht einfach hier rein und zentriert sich dann hier über das Gegenstück. Das schleife ich mal eben bei und dann wird auch der Kolben eingesetzt. So, um das auszuschleifen, nehme ich jetzt zum ersten Mal meinen Druckluftschleifer. Den habe ich vom Jannis bekommen, der hat das bei mir auf der Wunschliste gefunden. Vielen Dank nochmal an dich, Jannis. Wird mit 6,3 Bar betrieben. Muss erstmal richtig zusammengebaut werden. Dass das auch dicht ist. Also gerade bei Druckluftwerkzeugen achtet immer darauf, mit welchem Druck der läuft. Nicht, dass ihr euch die Dichte drin zerschießt. So, es könnte gleich laut werden, weil der Kompressor angeht. Dann wollen wir mal schauen hier. So, das funktioniert wunderbar. Jannis, nochmal vielen Dank. Geiles Teil. Auch wenn es ein günstiges Werkzeug ist. Aber für den Einsatz, den ich habe, vollkommen ausreichend. Super. Wollen wir das mal eben hier sauber machen. Ich habe das jetzt mit einem Schleifstein gemacht, wie man an der Oberfläche erkennen kann. Also nicht mit Schmirgelpapier oder mit irgendwelchen Schmirgel aufsetzen, aber das ist so vollkommen ausreichend. Hier vorne war ein kleiner Ausbruch, da habe ich einfach die Kanten so ein bisschen beigezogen, dass da nichts Scharfkantiges überbleibt und dann soll das so auch in Ordnung sein und kann wieder eingebaut werden. So, dummerweise habe ich es erst jetzt kontrolliert und erst jetzt bemerkt, und zwar im Zylinderrohr hier ist eine starke Riefe hier vorne. Die ist nicht tief, aber doch fühlbar. Und im weiteren Verlauf unten ist auch so ein bisschen das Ganze, die Oberfläche angegriffen. Hier oben sind ein paar kleine Riefen. Und wo wir schon dabei sind, neues Werkzeug auszuprobieren. Ich habe mir mal hier so ein Hohnwerkzeug gekauft. Nagelneu, nie benutzt. Habe ich eigentlich gekauft, um Motorsägenzylinder oder Zylinder aller Art mal zu aufarbeiten zu können. Naja, dann wird es halt jetzt hier beim Hydraulikzylinder der Fall sein. Hab noch nie damit gearbeitet, aber das Ganze, so wie ich das gelesen habe oder gesehen habe, geschieht unter Zuhilfenahme von Öl. Also werde ich die Steine mal
ölen. Das Ganze einsetzen. Ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen was sehen. Jetzt habe ich natürlich total beschmierte Finger. So, und dann gucken wir mal. Okay, lass das immer rechts rumdrehen. Ist auch ein Honk hier, ne? Ich habe gerade das Werkzeug auseinandergedreht. Gerne Kiste. Der Typ von nix ne Ahnung hier. Ja, nur Billigwerkzeug gekauft. Also nie links rumdrehen lassen. So, wissen wir da auch schon wieder Bescheid. Und ich schaue mir mal das Ergebnis an. Ich habe dieses Pleuel, nenne ich es mal, mit der Kugel übrigens hier mit dem Draht in der Mitte getüttelt, dass ich da rundherum arbeiten kann, sonst hätte ich das Ganze nämlich wieder ausbauen dürfen. Also, die Riefe, klar, die geht nach unten rein, also ins Material rein, aber das ist ganz gut geworden hier. Ich nehme euch mal in der Hand. Dann könnt ihr das besser sehen. Also da hinten, das ist jetzt Öl. Und hier die Riefe ist noch ganz leicht da. Da oben sind noch ein paar kleine Riefen, aber ich sag mal, es ist ein Trecker, ne? Und dafür ist das so in Ordnung, würde ich sagen. Es ist jetzt nichts, was hier nach innen übersteht oder so, oder die Dichtlippe beschädigen würde. Ja, ich schleife noch einmal drüber und dann lasse ich das so. Das sollte funktionieren. So, dann kommen wir jetzt dazu, den Kolben einzubauen. Der ist soweit gereinigt und auch der Dichtring ist absolut unbeschädigt, sieht wirklich gut aus. Wie immer, wenn man sowas einbaut, wird das Ganze wieder mit Öl benetzt. Und auch die Lauffläche innen wird einmal eben mit Öl beaufschlagt. So, jetzt drehe ich hier die beschädigte Ecke nach oben. Denn ich denke, dass er sich im Betrieb nicht rotatorisch irgendwie bewegen wird. So. Ja, und jetzt wollen wir mal schauen, ob ich den... Jo, ich kriege ihn reingedrückt. Plopp. So, um das dann mal zu testen, wenn ich jetzt auf den Kolben drücke, da sollte sich hier hinten die Welle drehen, was sie auch tut. Und wenn ich jetzt an der Welle zurückdrehe, sollte der Kolben vorne wieder ankommen. Und das tut er auch. Ich habe das bei einem anderen Hurt-Kraftheber gesehen. Wenn ich den zurückgedreht habe, war der Kolben vorne bündig. Das ist hier jetzt nicht der Fall. Das hängt aber mit der Reparatur von diesem Teil hier zusammen, weil das jetzt unten anstößt.
sollte egal sein. Ich denke, dass dieser Weg hier vollkommen ausreichend ist, um das Hubwerk hinten auf die vernünftige Höhe bzw. Tiefe runterzubringen bzw. hochzubekommen. Also, soweit schon mal top. So, jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich meine von meinem Schraubenhändler viel geliebten Listen anfange. Denn wenn ich sowas zusammenschraube, verwende ich immer neue Schrauben. Das sind jetzt die alten Schrauben. Auch der alte O-Ring, der ist natürlich nicht mehr ganz so in Schuss, wie er sein sollte. Einfach um euch mal zu erklären, wie es dann zusammengebaut wird. Der O-Ring kommt hier in die Abdeckplatte, in die Nut rein, in so einen Einstich. Den würde ich dann den neuen mit zum Beispiel Fett festkleben. Und dann wird das Ganze hier mit vier Schrauben, ich lasse jetzt mal den O-Ring weg, mit vier Schrauben einfach hier vorgeschraubt. Und vom Steuergerät, die Druckleitung sitzt hier vorne. Das heißt, es wird, also mit dieser Abdeckplatte schließe ich quasi den Hydraulikzylinder, wenn man es so nennen will. Druck kommt rein und das Ganze bewegt sich hinten. Bliebe hier als letztes noch der Deckel. Der wird mit Dichtmasse hinterher draufgeklebt. Auch hier werde ich noch neue Schrauben besorgen. Der sitzt dann ziemlich genau so hier drauf. Also einfach eine Silikondichtmasse als Dichtung dazwischen. Ist dann mit 6 Inbusschrauben hier, ich glaube M8x30 oder so, festgeschraubt. Da schaue ich dann in die entsprechende Liste rein. Hier sitzt einmal eine Entlüftung drauf und im Grunde ein Einfüllstutzen. Und hier vorne drin sitzt hinterher der Ölfilter. Sieht so aus. Die Kartusche sitzt einfach nach unten hier drin. Das Ganze nach oben abgedichtet. Auch hier zwischen werde ich wieder eine Silikondichtung einbringen. Das wird auch hier entsprechend festgeschraubt. Ja, und dann wäre der Hydraulikblock soweit fertig. Hier an der Seite, hier sitzt noch eine Sperrklinke. Schauen wir uns irgendwann im Laufe des Projekts an. Damit kann ich die Hubarme in der obersten Position arretieren. Und wir haben noch 3 Bohrungen, das sind M12 oder M14, weiß ich gerade, ich glaube M12, die dienen für die Sitzbefestigung. Also hier drauf ist der Sitz montiert und dann sitzt man gleich ein bisschen höher und kann auf dem kleinen Trecker doch auch mit langen Beinen einigermaßen vernünftig arbeiten. Ja, und der Thomas als Vorbesitzer, der hatte schon für die Komplettierung so ein paar Sachen organisiert und da habe ich tatsächlich doch noch den passenden O-Ring hierfür gefunden. Habe das jetzt mal mit den alten Schrauben festgezogen. Dann habe ich hier mal so ein kleines Fähnchen dran gemacht, dann könnt ihr das besser sehen. Und jetzt drücke ich den einfach mal mit Luft ab. Das heißt, ich nehme meine Luftdruckpistole, lege einen Lappen hier vor den Eingang, die Pistole dran und jetzt fahren wir das Ganze mal hoch. So, und auch hier zischt es, wenn ich den beaufschlage und wegnehme, macht es Pop. Also, das scheint dicht zu sein, das scheint gut geworden zu sein. Cool. Schön. Die anderen Schrauben besorge ich, dann wird der Deckel draufgeschraubt, das brauche ich euch nicht zeigen. Und wie gesagt, damit ist auch diese Baustelle, dieses Nebenaggregat schon mal fertig. Schön. Ja, ihr habt es gesehen, der Kraftheber ist fertig. Das erste Puzzlestück von diesem Gesamtgebilde ist soweit durch. Und naja, so wird sich irgendwann das ganze, der ganze Schlepper wieder zusammensetzen und wird von einem ungeschliffenen Stein zu einem möglicherweise Diamanten. Man weiß es nicht, wir werden es hinterher sehen. Schön, dass du dabei warst. Beim nächsten Mal gerne wieder, damit das nicht in Vergessenheit gerät. Einmal unten auf Abonnieren klicken und die Glocke daneben aktivieren, natürlich, wenn es gefallen hat. Einen Daumen nach oben, besucht den René von der Obermühle Niederurf. Sehr cooler Kanal, kann ich euch nur empfehlen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.